Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Pokémon-Freunde, zurück zu Pokémon Y Randomizer Underdog Wedlock Challenge, den längsten Streaming-Projektnamen auf ganz YouTube und vielleicht sogar Twitch. Wir befinden uns auf der Siegestraße und ich spreche extra so schnell, weil ich bin richtig aufgeregt. Wir können uns hier heilen. Auch wenn du nur langsam vorankommst, solange du niemand stehen bleibst, erreichst du irgendwann dein Ziel und kannst dir deinen Traum erfüllen. Ganz genau, und das werden wir auch tun. Aber zuvor wird es einen Rivalenkampf geben. Einen mehr oder weniger alles entscheidenden letzten Rivalenkampf gegen Kalem. Und der war ja nicht bei der Brücke dabei, deswegen gibt es da einen Rivalenkampf jetzt. Und meine Haare sind einfach insane lang. Man möge es sich nicht vorstellen, dass ich mir noch keinen Friseurtermin gegönnt habe. Faulheit kickt rein, let's go. Mein Hals ist leider ein bisschen angeschlagen, also ich werde sehr, sehr viel husten. Das sage ich jetzt schon mal im Voraus, tut mir sehr leid. Warte, ich kann mich muten, oder? What? F6 resettet das Game? Das ist jetzt ein bisschen belastend. Naja gut, wir haben ja jetzt nicht so viel gemacht, aber... Imagine, ich hätte das... Gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt rausschneiden werde oder nicht. Auf jeden Fall... Nochmal. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Y und Randomizer Underdog Wedlock Challenge, den längsten Streaming-Projektnamen auf ganzes YouTube und vielleicht sogar Twitch. Wir werden uns noch ganz kurz heilen lassen. Die Siegestraße hat es ganz schön in sich, was? Leg doch mal eine kurze Pause ein. Auch wenn du nur langsam vorankommst, solange du niemand stehen bleibst, erreichst du irgendwann dein Ziel und kannst dir deinen Traum erfüllen. Das ist auch ein sehr, sehr ermutigender Spruch auf jeden Fall. Ja, unser Team ist ready. Ich weiß noch nicht, ob wir heute die Liga machen, aber ich glaube, dass Kalem gleich gegen uns kämpfen wird, denn Kalem war auf der Brücke nicht dabei und hat seine Pokémon trainiert. Und er ist ja immer relativ genauso schnell wie wir und deswegen denke ich mal, dass Kalem uns jetzt gleich begegnen wird. Ich glaube, mein Team ist ready. Ich werde, glaube ich, schon mit diesem Team starten, einfach weil wir hier die Schilde haben und hier haben wir natürlich, und dann haben wir noch die Auswahl, welches Team wir nehmen sollen. Ich werde es erstmal speichern. Habe herausgefunden, dass F6 tatsächlich meine Emulation neu startet, weil ich dachte, dass F6 mich muten würde. Denn ich muss mich ab und zu muten, weil mein Hals tut ein bisschen weh und ich werde sehr, sehr viel husten. Deswegen, sollte irgendwelche Huster trotzdem ins Video kommen, dann tut es mir leid. Let's go für den Rivalenkampf. Warte, Adrina! Oh. Da ist er schon. Ich habe seit dieser Sache in Comlexia viel gegrübelt. Flordelis hat sich einzig für Team Flair entschieden. Wir haben uns für alle anderen entschieden. Unsere jeweiligen Standpunkte haben unsere Handlungen bestimmt. Aber keiner kann sagen, wer letztendlich im Recht war. Deswegen denke ich, wenn beide Seiten was zu sagen haben, wäre es dann nicht am besten, aufeinander zuzugehen und einen Kompromiss zu finden? Ich habe eine Entscheidung gefällt. Von nun an werde ich nicht mehr nur kämpfen, um zu gewinnen, sondern auch auf die Ansichten und Gefühle von dir und deinem Pokémon-Team achten. In diesem Sinne, lass uns kämpfen. Okay. Krass. Ja, er hat 6 Pokémon. Im Original hätte er jetzt das erste Mal 4 Pokémon, was schon echt belastend ist. Er fängt auf jeden Fall mit einem Drifloon an. Ist ein Geist-Pokémon, sollte uns aber trotzdem nicht zu krass aufs Mäulchen geben. Ich wollte eigentlich Lichtschild einsetzen. Imagine, ich verklick mich. Ja, dann muss ich gleich nochmal Lichtschild drücken. Ja, das ist jetzt natürlich... hätte man mal Lichtschild gedrückt. Bah! 78 Damage, das ist natürlich sehr belastend, vor allem wenn er das kritten wollen würde. Ich werde trotzdem Lichtschild drücken. Weil wir auf jeden Fall schneller sind und das sollte an sich ja eigentlich funktionieren. Sehr schön. Damit macht er mir jetzt 46 Schaden. So, er ist ein Geist-Pokémon, das heißt, wir wechseln jetzt erstmal nur auf Bell und spammen die Finsterer raus. Ich glaube, da brauchen wir kein Toxin oder Plage einsetzen. Denn wir sollten mit dem Lichtschild auf jeden Fall die Spukwelle wegtanken. Wir müssen auf jeden Fall... Ich glaube, weil eine Finsteraura reichen wird, würde ich tatsächlich jetzt die Heilung erstmal spielen. Ne, wir machen jetzt erstmal Schutzschild, damit wir vollgeheilt werden. Was keinen Sinn ergibt, weil wir jetzt eh ein Highlight im Einsetzen müssen. Ne, Quatsch, jetzt haben wir eine Free Round. Genau, jetzt haben wir quasi unseren Damage wieder... Ja, ein HP, okay. Jetzt
erstes Heilitem. Ich glaube, dass es Worth ist, weil ich habe ja 3, dass ich jetzt schon Humbert voll heile. Und ich werde natürlich trotzdem einen Hyperdrang benutzen, weil ich eine volle Heilung brauche. So gut, dass Hyperdrang in dieser Gen immer noch 200 machen. Ne? Ab der 7. Gen macht es nur noch 120. Wer hat sich das ausgedacht? Kumu-Milch macht 100, das ist kaum ein Unterschied. Also, Kumu-Milch ist vor allem auch attraktiver vom Preis her. Also, Hyperdränge wurden zwar auch gesenkt vom Preis her, aber ich glaube, es ist immer noch sau ineffizient im Vergleich zu Kumu-Milch, weil die Kumu-Milch einfach broken ist. Und ich verstehe auch nicht, warum die jetzt nicht 150 macht, 7. und 8. Gen, sondern 120 Heilung. 120 kriegst du die meisten Pokémon gar nicht mehr voll. Aber gut, es gibt Top-Trank, ne? Aber ich finde, so Top-Trank war halt nie worth. Dadurch ist es jetzt natürlich worth. Aber, ja, finde ich komisch. Geradax, das ist ein Normal-Pokémon. Wir hätten Finster-Aura und er kann uns eigentlich nicht viel machen, würde ich jetzt fast behaupten. Deswegen bleiben wir einfach mal drin. Wir haben den Epitaler an und ich möchte auf jeden Fall auf die 69 spiken, weil ich glaube, unser Level-Cap ist 69. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Bauchtrommel einsetzt. Ich glaube, ich würde direkt zum Angriff gehen. Oder Knuddler. Gut, dass der Reflektor noch... Wo stand der Reflektor noch? Das weiß man nicht, wa? Alter, Knuddler ist immer so gefährlich, Alter. Aber bei Nicht-Feen-Pokémon ist das völlig in Ordnung. I mean, es ist ja auch nur eine... Also ich habe ja keine Doppelschwäche gegen Feen, sondern nur eine einfache, wie ich gerade. Also es ist völlig in Ordnung. Wenn ich ein Doppel hätte, also mit einem Trikefalo, wäre das schon ziemlich bitter. Reflektor ist schon längst weg, kann das sein? Ich glaube auch. Boah, ey, also das ist schon, also, nee. Wenn ich da eine Feenattacke auf Ghost Bell sehe, dann kriege ich immer ein bisschen das Flattern. Steht aber aktuell 2-0 für uns. Ehre an die Bäre, Niklas. Gut, dass du da bist, denn ich wollte dir noch einen... eine Rolle geben, die kann ich jetzt hier aber gar nicht machen, glaube ich. Was? Wir sind keine Freunde. Erstmal Freundschaftsanfrage ist raus. Ah, hier. Ich kann ja was öffnen. Ich kann all deine Nachrichten sehen. Wie nice ist das denn? Ich glaube, ich kann... Nee, das geht hier nicht. Ich wollte nämlich was anderes machen, und zwar wollte ich dir eine bestimmte Rolle geben. Ja, habe ich schon gesagt. Wow. Hier, Community, Rollenverwaltung, und ich muss jetzt den Namen hinzufügen. Hinzufügen, Niklas 1711. Du bist der Blaue, du hast immer noch kein Profilbild, du Lappen. VIP. Genau. Tommy ist Moderator, er wäre auch VIP, aber VIP und Moderator sind anscheinend zwei Rollen, die man irgendwie, die man nur unterschiedlich, also man kann nur eine davon haben, das finde ich ein bisschen wack, wenn ich ehrlich bin. Aber ich dachte mir, weil ihr mir geholfen habt, Affiliate zu werden, kriegt ihr auf jeden Fall den VIP-Status, weil davon kann man nur 10 vergeben. Ah, Galoppa ist natürlich, ja, da würde ich glaube, also, ich glaube, dass wir, also ich würde Flecky immer gern behalten wollen, deswegen ist Ruby so ein guter, ne? Es ist eigentlich ein guter Ersatz, sag ich mal, für das Quappo. Wir machen jetzt einfach Stone Edge, beziehungsweise ich glaube Erdbeben. Na, Erdbeben ist kein Step. Wir machen Stone Edge. Der Feelender macht keinen Damage. Den resisten wir, glaube ich, sogar, wenn mich nicht alles. Ne, den resisten wir nicht mal, krass. Ja, Stone Edge trifft, ist also ein One-Shot wegen Gestein, effektiv und wir tragen noch Gesteinsbrocken. Ja, ich. Haben wir auch überlegt, ob wir jetzt über die Sinnoh-Remix quatschen, aber ich glaube, das machen wir, wenn es noch etwas Weg gibt. Weil jetzt möchte ich erstmal um diesen Kampf hier kämpfen. Alabis. Ja, da würde ich, glaube ich, dann schon auf Flecky switchen. Wir haben sogar noch 2 Highlight-Items über, also eigentlich ist der Kampf schon gewonnen, würde ich fast behaupten. Vor allem mit Flecky als Mega. Sein höchst geleveltes Pokémon, Level 61. Ja, da zünde ich auf jeden Fall die Mega mit Energieball. Immer an die Regel denken, man darf die Megas nur in wichtigen Kämpfen einsetzen. Das habe ich total vergessen und auch im letzten und vorletzten Part ein paar Mal verkackt. Das tut mir auch leid, aber ich glaube, es hat an den Momenten auch gar nicht gemattert, wenn man ehrlich ist, weil ich auf jeden Fall in einem Typ-Vorteil war. Aber dennoch. Just saying, Alter, mit Volltreffer. Ich glaube, das war der härteste Energieball, den alle bis jemals abgekriegt hat. So, Eis ist schon mal Level 1. Also der hat aber auch nur Lappenmons, ne? Ja, Petsniff, da kommt Ruby. Klar, Petsniff kann Lake, aber das macht erst Schaden, wenn du Half-Life bist.
Und der hat keinen Step auf Lake, was schade ist. Ich finde zum Beispiel, Pizziv und Sibirio hätten locker Eiswasser sein können, aber ich kann es verstehen. Oder Eiskampf. Sibirio Eiskampf wäre übel geil gewesen. Ich hätte es gefeiert. Aber haben die nicht gemacht. Finde ich echt schade. Deswegen, Monotypes sind einfach schlecht, weil du bist dann im Schatten von Mons, die Double-Types haben und die halt auch einfach dadurch krasser sind allein schon. Vor allem jetzt Competitive oder eben wegen der Beliebtheit, weil du einfach mehr Typen abdecken kannst. Und es macht meiner Meinung nach am meisten Spaß, alle möglichen Typen abzudecken. Ja, wie brava. Bodendrache. Können wir jetzt tatsächlich gar nichts gegen machen, aber Flecky sollte trotzdem die besten Chancen haben, weil neutraler Damage mit Energieball ist, glaube ich, ziemlich nice. Niklas, schreib doch mal was, damit ich sehe, ob du deinen VIP-Status bekommen hast. Ah, ja. Sibirio wäre auf vier Beinen cooler gewesen, glaube ich. Ah, ich glaube, gibt es nicht einen Sprite, wo der auf vier Beinen läuft? Und der sieht übel wack aus. Aber wenn man es anders designt hätte, ja. Wow, als ob der das knapp überlebt. So sieht Hyperstrahl in der 6. Gen aus? Habe ich legit noch nie gesehen. Krass. Oh, Matschbombe. Aber wir können uns eh heilen, ist halt insane. Ja, Sibirio auf vier Beinen und dann mit Wasser oder auf zwei Beinen mit Kampf. Moin, Leute! Moin, Froggy! Ach, stimmt! Ja, bin noch überlegen, ob ich dir auch den VIP-Status gebe, Frog. Aber den müsstest du dir noch ein bisschen verdienen. Im Manga läuft das auf jeden Fall, das schaut eigentlich ganz cool aus. Okay. Ich kann nicht genau sagen, worin, aber du und ich, wir ähneln uns. Vielleicht, weil ihr die Protagonisten seid? Das ist auch der Grund, warum ich nicht gegen dich verlieren wollte. Aber das heißt schließlich auch, dass wir viel gemeinsam haben. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir Freunde sind. Juhu, Top Belieber. Mein Pokémon-Team und ich, wir erneuern unsere Rivalität mit dir. Und ich wünsche mir, dass du als meine Rivalin immer stärker und stärker bist. Natürlich werden meine Pokémon und ich auch stärker. Ich werde die Kraft aus der Verbindung zwischen mir und meinen Pokémon nutzen, so wie du es tust. Also, ich bin mir sicher, es wird für dich ein leichtes, die Pokémon-Liga zu meistern. Das hoffe ich doch. Danke, Kalem. Mann, ich liebe diese Rivalen, die so richtige Freunde für einen sind, ne? Klar, ich feiere auch sowas wie Omen, beziehungsweise Silver, in Heart Gold oder Silver, also diese brutalen Rivalen, die einen nur auf die Schnauze wollen. Aber eigentlich finde ich die Freund-Rivalen am geilsten, weil die sind halt wirkliche Ehrenmenschen so. Und das ist halt das, was Freundschaft ausmacht. Dass man sich immer unterstützt, sich auch gegenseitig stärkt, sich gegenseitig inspiriert und so weiter. Also, dass man einfach zusammen wächst und zusammen, also nicht zusammenwachsen, sondern halt gleichzeitig miteinander wachsen. Das ist halt schon, das definiert Freundschaft für mich. Und das zeigt Kalem eigentlich sehr gut. Also am Anfang natürlich so relativ low budget. Aber das, also ich finde es nice. So, wo ist hier eigentlich ein Item? Oh lol, man kann da rauf. Im Fahrrad war? Nee? Ist das ein Kraxler? Nee, Kraxler gibt es hier nicht. Man kann hier nur runterrutschen, ne? Okay. Interessant. Ah ja. Okay, hier sind Trainer. Hier geht es irgendwie runter. Das ist jetzt natürlich... Ey, in 20 Tagen ein Jahr Underdog Anniversary. What? Underdog Anniversary? In 20 Tagen. Welche Underdog? Also, hey, das generelle Underdog existiert, glaube ich, schon länger. Igastanisch. Das ist aber, glaube ich, kein Underdog. Der kann Nadelrakete, ne? Da muss ich übel aufpassen. Ich fliehe einfach. Oder meinst du Y? Also, seit ich da bin. Ach so, du! Was? Du bist jetzt schon fast ein Jahr da, Digga? Alter, das ist einfach nur... Wir haben dich während der Corona-Zeit kennengelernt? Okay, das ist interessant. Ja, nice. Ja, dann kriegst du deinen VIP-Status, würde ich sagen. Naja, dann verdienst du es dir. In 20 Tagen, das müsste dann der... 14... Der 20. logischerweise sein. 20. März, da bist du uns gejoint. Nice. Achso, ich muss mir die Pokémon aufschreiben, ne? Pokécom. Wo ist er denn? Da. Ich muss sagen, der Pokécom ist langsam echt voll, die dritte Seite, ne? Aber so viele Plätze haben wir, also so viele Routen haben wir ja nicht mehr. Also Siegestraße. Da haben wir noch Igastanisch. Da muss ich ein Fragezeichen machen.
Lipumentas. Lipumentas wäre auch mal interessant. 20 Dritte, wo erstmal ein Rewind machen. YouTube Rewind. So, ja. Ich würde sagen, bekämpfen wir die doch, oder? Ich würde sagen, ach so. Ja, gut. Ah, die leveln halt echt krass. Ich finde es komisch, dass unser vorderstes Pärchen immer vorne ist, aber am wenigsten levelt. Den rechten Arm angewinkelt, den linken Arm gegen die Hüfte gestemmt, dann noch ein wenig in die Knie gehen und die Brust. Warte mal, wie, was? Moment. Da muss ich kurz. Hier. Filter. Filter aus. Okay, also. Oh, Scheiße, Digga. Das ist jetzt viel zu groß. Also. Ja, jetzt sieht man meinen ganzen Müll. Also. So und so. In die Hüfte. Also in die Knie gehen und die Brust rausstrecken. Sieht schon dumm aus. What the fuck? Was ist das? So ein fancy Zusammenschnitt. Hä? Alter, wenn das nicht aufs Thumbnail kommt, ne, dann weiß ich auch nicht. Adrian in der Zukunft schneidet das ins Thumbnail. Muss ich mir merken. Ist ja komplett dumm. What the fuck? Oh, entschuldige bitte. Ein Kampf. Du hast recht. Lass uns kämpfen. Aber wieso... Wieso geht's in diese Position? I don't get this! I don't get this! Naja. Die sehen aber auch hot aus, ne? Also die Pokémon Ranger, die Ass-Trainer. Digga, die Sprites sind schon nice! Weißt du, und dann kriegen wir für die Sinnoh Remakes ganz schwierige Sprites. Ja, wobei im Kampf sind die ja schon sehr geil vom Artwork her. Weil im Kampf sind die ja wieder groß. Oh, ich freue mich übel auf die Schwimmerin, ne? uff. Also auf die Erwachsenenschwimmerin. Es gibt auch kleine Schwimmerinnen. Ich meinte natürlich die Erwachsenenschwimmerin. Die mit dem Bikini. Also die Erwachsenen. Die Großen. Eieiei, schwierig. Damn, James looking thick. James? Ah, ich kenne das Meme. Oh Gott, wo... Wo war das Meme? War das... Hast du das nicht... Das hast du doch gesagt bei Let's Go, glaube ich. I'm wearing pants instead of tights. Okay. Ihr seid halt einfach nur durch, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ist in der Gen eigentlich Frigomete noch scheiße? Oder... Hat es schon seine 50 Verteidigung? Ne, seine 60 oder 70, glaube ich. Anfangs hatte es ja, glaube ich, nur 50 Verteidigung Base. Schon wack. Ich guck mal kurz. Aber eigentlich sollte es der Trümmerer oder beziehungsweise Steinkante. Ich sollte vielleicht doch Steinhagel beibringen. I mean, Steinkante ist halt echt scheiße. Ah, wobei, also es ist halt immer so ein Ding, ne? Man weiß nie, was gut ist und was nicht. Weil Steinkante kann halt daneben gehen und dann bist du halt tot. Und Steinhagel trifft halt safer wenigstens. 50 Verteidigung, vor der 7. Gem betrug der KP-Base auf 70 und der Verteidigungswert betrug 30. Digga, was? 70 und 30? Physisch? Jetzt hat es wenigstens 80 KP und 50 Def. Okay, entspann dich. Frigometer ist echt nice. Das ist wirklich ein cooles Pokémon, aber der tankt die Zertrümmerer safe, weil kein Step. Ja, moin! Der Kanzellarstrahl, Digga! Natürlich hat er die Attacke abgewehrt. Ich muss jetzt auswechseln, ne? Er zündet gerade legit einen Solarstrahl. Okay. Frigomete verdient eine Mega-Entwicklung. Ja. Generell haben die Pokémon der 5. Gen keine Megas. Weil die meisten relativ stark sind, competitive. Außer Ordo. Ich meine, es gäbe schon einige, die halt nicht stark sind, competitive. Aber ich glaube, man hat einfach die 5. Gen so ein bisschen ausgelassen, weil die noch zu neu waren. Und eben vielleicht auch so ein bisschen mit den Gedanken, weil die schon, weil die halt stärker sind. Also von den Statuswerten sind die halt alle einfach stärker. Ja. Aber weil die noch so neu waren. Da hat man nur Order 1 gegeben, was random as fuck ist, aber wenigstens ein normal Fee-Mega. Das ist auch okay. Ah, da war der Eisstrahl predicted.
Ja, dann auch er stirbt halt einfach an seinem Kletter. Und jetzt kann ich wahrscheinlich trotzdem zur Trümmerer einsetzen. Imagine Mega Shot-Drago. Oh, yay! Frog, du wirst jetzt kurz auf YouTube gehen, auf meinem Kanal, und suchst nach prädestinierten Mega-Entwicklungen. Ich schick dir den Link, Digga. Ich schick euch den Link. Also. Was kommt jetzt? Zigarre. Ach du Scheiße, Digga. Okay, Zigarre übertreibt halt komplett einfach. Prädestiniert. Nee, nee. Das Video heißt Game Freak Please. Game Freak Please. Mega-Entwicklungen. Gucken wir mal. Ja, Game Freak Please. Diese Pokémon sind perfekt für die Mega-Entwicklungen. Teilen. Kann ich auf Twitch teilen, Digga? Nee, auf Discord kann ich teilen. Okay. Wähle einen Kanal. Ich teile es kurz in Smalltalk. Nee. In Pokémon. In Pokémon. Nee, bei Deathsiders. Wer der Mann? Wie heißt denn Pokémon? Wie heißt denn das bei uns? Allgemeines. Ah, okay. So. Bisschen Werbung machen. Also, ihr guckt jetzt auf Discord bei Pokémon Allgemeines. Da guckt ihr euch mein YouTube-Video an, wo ich mit Manik zusammen überlegt habe, welche Mega-Entwicklung wir uns wünschen. Und das ist bis heute eigentlich immer noch die, plus nur noch ein paar mehr. Und da ist Shadrago dabei. Denn Shadrago, ich sag's euch, Leute, wäre so episch. Gesteindrache ist prädestiniert. Das Ding ist ein vollkantiges, kratziges Etwas. Imagine, man würde Brokkolos und Shadrago fusionieren. Insane! Ja? So, Zigarre. Alter, what the shit? Ich glaube, den muss ich ausdollen. Ich glaube, der wird mich hart flexen. Habe ich gerade... Habe ich gerade zweimal gegen die Regeln verstoßen? Ich habe zweimal gegen die Regeln verstoßen. Ich habe Humbert into Ruby gewechselt bei Figometri und habe jetzt zurück zu Bell gewechselt. Ja, nee. Muss ich wieder austauschen. Ist halt jetzt... Also, wenn er mich jetzt tötet, dann habe ich das verdient, weil ich habe jetzt actually gegen die Regeln verstoßen. Scheiße. Ich war komplett im Modus. Jo, entspann dich. Also, das tut mir jetzt auch leid, ne? Ich habe irgendwie, ich war noch beim Kampf von vorher, da habe ich ja zwei Pärchen benutzen dürfen, aber jetzt darf ich natürlich keine zwei Pärchen benutzen. Oh oh. Das könnte... Alter, Digga, das ist ja insane. Okay. Aber ich habe jetzt zwei Runden, oder beziehungsweise fast zwei Runden. Also eine Runde habe ich halt hergegeben zum Tauschen, deswegen... Also, das ist okay, dass ich so hart geflext werde. Habe ich auch verdient. Solange ich nicht sterbe, ist alles gut. Übrigens, erstes Highlight. Was für eine Ability bräuchte dieser Shadrago dann, um relevant zu werden? Rohe Gewalt. Ganz easy. Der kann alle Zähne. Der kann Knirscher. Der kann Kraftkoloss. Und mit Ruhe Gewalt kannst du Effekte, oder nicht alle, aber viele Effekte von Pokémon, also von Attacken, sorry, von Pokémon-Attacken, wie jetzt Knirscher, die ja den Effekt haben mit Verteidigungsdrop oder Feuerzahn, die zurückschrecken können und verbrennen können, die werden negiert. Und stattdessen machst du, glaube ich, 30% mehr Schaden mit Ruhe Gewalt. Und wenn du denen dann noch ein Leben Orb gibst, dann machen sie nochmal 20% mehr Damage. Und das heißt, du machst insgesamt 50% mehr Damage. Und Leben Orb kriegst du keinen Schaden, wenn er hohe Gewalt hat. Ich meine, Shadrago hat ja, glaube ich, hohe Gewalt, versteckte Fähigkeit. Die müsstest du einfach nur dann geben.
Also es ist halt alles schon da, ne? Es ist wie bei vielen Pokémon. Es ist alles schon da, was man braucht. Es braucht nur ein geileres Design, Mega-Entwicklung, eine dieser geilen Fähigkeiten, die zu den Pokémon passen, vielleicht eine Typänderung, je nachdem, ob es das braucht oder nicht. Das war's. Also es braucht wirklich nicht viel. Okay, der eskaliert komplett. Ich bin froh, dass es das normale Zygarde ist und nicht die Ultraform. Also rohe Gewalt wäre am besten. Kraftkoloss könnte man machen. Man könnte auch raue Haut lassen und ihm übel viel Verteidigung geben. Aber das wäre ein bisschen komisch. Also ich würde Charlotte schon offensiv bauen. So ein bisschen wie Knackrack von den Stats her. Also so offensiv mit guten Verteidigungswerten und nicht so schnell. Also dass es quasi ein bulkiger Haut drauf ist. Das wäre nice. Und da würde ich mich sehen. Auf Mega Charlotte. Safe. Gestein? Vielleicht Stahl? Normal wäre auch denkbar, also Normaldrache, aber das gibt's ja schon und Normaldrachen sind eigentlich, also Game Freak sieht Normaldrache, die Kombination anders als ich sie sehe. Normal ist eigentlich auch nicht so krass für Schildrage, passt auch nicht. Also wie gesagt, Gestein wäre am besten. Vielleicht Gift, aber Giftdrachen gibt's ja mittlerweile auch schon ziemlich viele. Gesteindrachen gibt's noch gar nicht, soweit ich weiß. Doch, Monagoras. Aber es ist Fossil, das zählt nicht. Es ist ja Gesteindrache und nicht Drache Gestein, also, you know. Warum nicht Stahlstachel? Imaginär. Physischer Angriff plus und raue Haut kombiniert. Ja, oder Stahlstachel ist quasi wie raue Haut, nur doppelt so viel Damage, wenn er dich berührt. Dann kannst du ihm... Weil du kannst ihm ja nicht Beulenhelm geben, weil er ja einen Megastein trägt. Und mit Stahlstachel könntest du wenigstens... Ich glaube... Raue Haut... es gibt schon Eisenstachel, das ist das Problem. Eisenstachel und raue Haut ist ja das gleiche. Man könnte ihm Titankiefer geben. Also rohe Gewalt, Titankiefer und Kraftkoloss. Kraftkoloss wäre zu broken. Aber, also Titankiefer ist ja so ein Move. Oder Krallenwucht. Ne? Krallenwucht gibt's auch. Verstärkt alle physischen Attacken um, ich glaube, 20 oder 30%. I don't know. Titankiefer verstärkt alle Bissattacken um 30%, ich glaube es waren immer 30%, weil 30 eigentlich eine gute Verstärkung ist. 20 ist zu low, 50 ist zu broken. Da war glaube ich immer 30. Titankiefer. Es müsste 30 sein. Ich bin ja Pokémon Main. 50% bei Titankiefer. Holy shit. Krass. Krallenwucht auch? Yo. Ne, Krallenwucht 30% tatsächlich. Aber es ist eine Variation von Titankiefer. Okay. Biss, Donnerzahn, Eiszahn, Fesselbiss, Feuerzahn, Giftzahn, Kiemenbiss, keine Ahnung, Knirscher, Psychobeißer, Hyperzahn. Und Shadrago kann, soweit ich weiß, Knirscher, Donnerzahn, Eiszahn und Feuerzahn. Wobei Eiszahn glaube ich nicht, aber Donnerzahn und Feuerzahn. Und das wäre schon nice. Titankiefer, Alter, mit 50%, Digga. Aber da müsstest du ein richtig fettes Gesteindrache im Maul machen. Also das wäre schon nice. Ich meine, Monagoras hat auch Titankiefer. Ich finde, das darf man ihm nicht geben. Weil wenn du Shadrago zu einem Gesteindrachen machst mit Titankiefer, dann ist er einfach nur Monagoras 2.0. Und das wäre ziemlich wack, meiner Meinung nach. Deswegen würde ich ihm wahrscheinlich einfach die rohe Gewalt beilassen. Weil dann kannst du zum Beispiel sowas wie Steinhagel einsetzen. Weil ich glaube, Steinhagel hat ja Zurückschrecken. Und dieses Zurückschrecken würde dann nicht funktionieren. Und stattdessen ist Steinhagel einfach noch stärker. Wobei ich glaube, bei Steinkante ist auch stärker, weil es eine Volltrefferchance hat. Ja, ich verstehe, was du meinst, Flock, aber das wäre ein bisschen aus dem... Also, ich würde da einfach rohe Gewalt nehmen, bin ich ehrlich. As simple as that. Man muss nicht das Rad neu erfinden, ne? Also, erhöht die Kraft, hebt Zusatzeffekte auf. Attacken mit Zusatzeffekten werden 30% verstärkt, dadurch wird der Zusatzeffekt blockiert. Rückstoßschaden oder Senken von eigenen Statuswerten, wie bei Kraftkoloss, ist nicht der Fall. Okay. So wie eine erhöhte Volltrefferchance zählen, spielt er nicht als Primär und nicht als Zusatzeffekt. Ah, okay. Das heißt, Steinkante würde nicht geblockt werden. Weil Steinkante hat ja diese erhöhte Volltrefferchance. Aber Steinhagel hat ja die Zurückschreckchance. Und die ist, soweit ich weiß, ein Zusatzeffekt. Und deswegen wäre Steinhagel auf einem Gesteindrache-Mega von Shadrago ziemlich effektiv. Schon nice. Ja, hier stehen sogar alle Attacken, die verstärkt werden würden. Die Donnerzahn würde verstärkt werden, genauso wie Feuerzahn. Also die Zahnattacken werden sowieso verstärkt auf jeden Fall. Knirsche auch, also ganz klassisch. Krabbelkracher? Alter, ich habe so viele Attacken nicht mehr, also auf dem Schirm. Steinhagel würde verstärkt werden. Genau.
Steigerungshieb würde verstärkt werden. Okay, das wäre aber irgendwie weg. ja. Zermalmklaue, okay, interessant, weil das kann er auch. Aber würde ich ihm nicht beibringen. Krabbelkrach, was bist du denn? 70, 90 für Schaden zu Skitter Smack. Sehr spezieller Kost, diese meine Stufe. Okay. Wenn es die Welt das gebraucht hat. Es wäre auch im Design ja passend, weil wenn du mit Stacheln bedeckt bist, kannst du einfach schon so mehr physischer. Ja, Vorrock, aber ist trotzdem zu. Too much. Weißt du, wie ich meine? Es ist too much. Dann wären dann Titanstacheln oder Stachellegierung oder Stachelspitzen. Irgendwas. Also nicht so Stahl, weil es soll ja kein Stahl-Pokémon sein, sondern Gestein. Aus meiner Sicht zumindest. Und ja, raue Haut wäre halt zu lame für eine Mega. Man könnte ihm auch Bedroher geben oder Hochmut. Aber wie gesagt, er hat ja rohe Gewalt als versteckte Fähigkeit. Und die meisten Megas haben ja etwas, was zu ihnen passt. Oder bereits eine Fähigkeit, die sie vorher schon haben. Also nicht alle, aber manche haben das halt. Und deswegen würde das halt passen. Finde ich. Ist halt meine Meinung so. Aber I see what you mean. Okay, das ist jetzt ein bisschen bitter. Okay, das ist ein sehr weirdes Labyrinth. Weil man hier mehrmals durchgehen muss wahrscheinlich. Scheiße. Gar keine Lust.